Eine behaarte Damenstrumpfhose. Und diese ist dazu gedacht, um lästige Perverse abzuhalten. Und herzlich willkommen zu mittlerweile 13. Folge The Madhouse World. Heute mal wieder mit Ben. Und wir stellen euch heute die abgefucktesten und krassesten Erfindungen vor. Damit sich das nicht zu sehr jetzt in die Länge zieht, würde ich einfach mal sagen, fangen wir direkt an, oder? Los geht's! Los geht's. Ein Amerikaner namens Albert Bacon Pratt erhielt 1917 ein Patent auf einen Soldatenhelm mit integrierter Pistole. Um den Abzug zu betätigen, musste der Schütze in einen Schlauch blasen, welcher zum Helm führte. Und für die nötige Genauigkeit sorgte eine vor dem Gesicht hängende Zielvorrichtung. Allerdings wurde diese mehr als unpraktische Erfindung kein kommerzieller Erfolg. Denn die Schützen wären sonst wahrscheinlich reihenweise an Genickbruch gestorben. In England präsentierten die Gebrüder Stollwerk 1903 Schallplatten aus Schokolade. Jene waren in Silberfolie verpackt, aus dessen eingeprägten Rillen der Tonarm Musik abspielte. Allerdings stellte sich heraus, dass die süßen Tonträger oft ohne vorherigen Musikgenuss verzehrt wurden. Sei Chong Kwan aus Singapur erfand 1976 eine einfache, aber sehr wirkungsvolle Vorrichtung gegen Flugzeugentführung. Den Passagieren wurden abschließbare Metallkugeln an den Händen befestigt. Diese waren so beschaffen, dass man Daumen und Finger noch bewegen konnte. Das Halten einer Waffe war damit allerdings unmöglich. Obwohl seine Erfindung sogar patentiert wurde, fand sie aber schließlich keine Verwendung. An Plewinski und Romanville sind die geistigen Väter eines durstlöschenden Getränks, welches schlecht riechenden Atem den Garaus machen soll. Dank des darin erhaltenen Chlorophylls beseitigt das zuverlässig Knoblauchfahnen und andere schlechte Gerüche. Und kaufen kann man den Spaß, wer hätte es gedacht, in so mancher Dönerbude. Die nachfolgende Erfindung hat einen eher ernsten Hintergrund. Die Ärztin Elena Bodnar behandelte nach der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl zahlreiche Kinder, die radioaktiven Staub eingeatmet hatten. Und das war für sie Grund genug, einen BH zu entwickeln, den man im Notfall zu einer Atemschutzmaske umfunktionieren kann. Das Innenfutter macht das Gewebe beim Einatmen zu einer Ventilklappe und die Schulterbänder werden zu Kopfbändern umfunktioniert. Würde ich sagen, hammergeile Erfindung. Die kann man nämlich sogar inzwischen schon kaufen. Dagegen ist die Erfindung von Eduardo Segura nach Meinung von Tierschützen nicht nur extremst überflüssig, sondern auch Tierquälerei. Denn der Spanier aus Katalonien entwickelte eine Waschmaschine für Hunde und Katzen. In genau dieser Maschine werden die Tiere 10 bis 30 Minuten gequält, bis sie endlich mal sauber sind. In einer Box eingeschlossen werden die Tiere mit einer Warmwasser-Shampoo-Mischung eingesprüht und anschließend trocken geföhnt. Und jetzt kommt eine Erfindung für alle Singles unter euch. Für alle Single-Ladies unter euch gibt es nämlich das Boyfriend-Kuschelkissen. Und für alle Single-Männer unter euch gibt es das Girlfriend-Kuschelkissen. Und diese äußerst realistisch aussehenden Kissen sollen euch über den Trennungsschmerz rühren wegtäuschen. Und da finde ich, sieht das geil aus. Yeah! Ja, das kommt auf jeden Fall mit rein. Und jetzt mal ohne Scheiß, Leute. Würdet ihr euch so ein Kissen kaufen? Schreibt's mal in die Kommentare. Achtung, Achtung! Die nächste Erfindung ist nichts für schwache Nerven. Attraktiv ist anders, denkt sich natürlich der an glatt rasierte Damenbeine gewöhnte Mann. Bei den Haaren auf diesen Frauenbeinen handelt es sich allerdings nicht um echte Haare, sondern um eine behaarte Damenstrumpfhose. Und diese ist dazu gedacht, um lästige Perverse abzuhalten. Ob sich diese Erfindung allerdings jemals durchsetzen wird, ist allerdings sehr fraglich. Was haltet ihr denn davon? Würdet ihr euch sowas zulegen? Und wenn ja, warum? Warum? Warum auch nicht? So Leute, das war's mit diesen wirklich außergewöhnlichen Erfindungen und schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr sogar eins euch davon kaufen würdet und als nützlich empfindet. Und jetzt möchte ich an dieser Stelle nochmal auf meinen Partnerkanal Kern Table aufmerksam machen. Die Jungs sind auf dem besten Weg, die 2000 Abo-Marke zu knacken, und wenn ihr zum Beispiel auf niveaulose Telefonstreiche steht, dann schaut doch mal bei den Jungs vorbei. Ich habe euch mal den Kanal hier verlinkt. Wenn ihr vorbeischaut, lasst auf jeden Fall mal schöne Grüße von mir da.
So Leute, das war's schon wieder mit der Folge TMW. Und falls es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen sozialen Daumen da. Und wenn ihr neu auf dem Kanal seid, könnt ihr hier oben abonnieren. Und hier unten findet ihr das letzte Video. Jo, und dann würden wir sagen, haut rein bis nächsten Mad Monday. Und bis dahin immer schön immer bleiben. Die nächste Erfindung ist nichts für schwache Nerven.